Ah, siehst du, da ist noch einer. Ja, natürlich. Irgendwann müssen die ja mal kommen. So. Oh Gott! Kann ich da hoch? Prickelnd! Danke für die Ware. Scheiße. Ui! Was war das denn? Okay, das wird jetzt zum Schluss nochmal ganz schön knifflig. Zwischendurch. Ach so. Aim mit dem Controller? Da wartest du ein bisschen viel von mir. Die Kräfte funktionieren. Nee, aber er hat jetzt auch verkackt. Ach, genau. Nachdem Will und ich aus dem Labor nach dem Experiment entkommen waren, schien es, als ob Monarch es noch mit jemand anderem außer uns zu tun hat. Das war aber auch ich. HQ-Striker-Team wurde ausgeschaltet. Es ist Zeit! Leider nein, was soll das heißen? Striker-Team wurde ausgeschaltet. Wie viele? Gerade nein! Alle! Wir haben ihn unterschätzt. Schaltet ihn aus! Um jeden Preis!
erstmal wegrennen. Wie so ein Hasenfuß. Wo denn? Da oben. Die Mumpe jetzt aber auch alle. Restlos. HQ, wir haben Jack Joyce im Aufenthaltsraum der Studenten gesichtet. Bandit 4, das dürfte überhaupt nicht möglich sein. Ich erhalte Meldungen von Schüssen in der Tiefgarage. Seid ihr sicher, dass es Joyce ist? Sichtkontakt bestätigen. Habt nicht zwei von mir erwartet, was? Tja, so sieht das aus. Eine Torsteuerung. Ich kenne den Code nicht. Burke, was zur Hölle tun Sie hier? Ich brauche den Code für das Tor. Die brauchen mich auch. Ich habe keinen blassen Schimmer. Geh mir zu Wade. Wahrscheinlich, weil ich nicht so eine bescheuerte Astronautenhose trage. Hatchs Befehle. In Ordnung. Bereiten Sie Ihr Team auf den Kampf vor. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Verdammt! Ich habe den Code verbockt. Weil ich zu langsam war, oder was? Ach, komm schon. Ernsthaft jetzt? Ich brauche den Code für das Tor. Die brauchen mich auch nicht. Ich habe keinen Platz. Im Labor gehört. Ja, der Code für das Tor ist 665. Der Nachbar des Teufels. 665. Okay. Ich bin noch nicht mit dir fertig. Alles klar. Wir haben das Biest an die Stromversorgung angeschlossen. Ich werde mich nie mehr auf Wade verlassen. Gut, wir haben immer den Parkplatz in Schutt und Asche. Den kommt hier nicht raus. Wirklich? Ich hab's immer noch drauf. Oh, komm schon! Oh, was für eine Scheiße! Da kann ja auch keiner mit rechnen. Es wird wohl von woanders mit Strom versorgt.
Ich würde einfach das Kabel keine Zeit zu vergeuden, ich muss zu Will. Jawohl. Hallöchen, Meredith. Ja, das ist nicht gut. Okay, ich weiß nicht, ob das so eine prickelnde Idee war. Ich würde mal ich sagen, zur Bibliothek. Das hat geklappt. Jo. Die Waffe ist gut. Die gefällt mir. Keine Zeit zu vergeuden. Ich muss zu Will. Barasal, moin. Ach, scheiße. Zu spät. Ich muss die Bibliothek vor ihm erreichen. Ich habe den Befehl, die Dächer zu patrouillieren. Das sind aber schon ein paar Männer. Und sie wollen noch mehr haben. Ärger dich mit Serene rum, wenn du mir nicht glaubst. Das heißt, wir sind jetzt quasi wieder am Anfang gerade, ne? Hier spricht der Elf. Weird shit. Haben den Kern der Zeitmaschine und sind auf dem Weg. Sie war das. Okay. Beth? So, wird dann Schuh draus. Save our library. Wir haben William Joyce in die Bibliothek gebracht. Erwarten Befehle. Ende. Schwing die Hufe, Jack. Verstanden. Wartet mit einem Notrupp auf die Ankunft von Monarch Actual. Alle anderen sollen sich bei den Trockendocks an der Kronengewinnungsanlage sammeln. Wartet dort auf weitere Befehle. Die Bibliothek fliegt in 5 Minuten in die Luft. Naja. Wir erhalten keine Antwort von der Scharfschützeneinheit. Untersuche aktuelle Lage auf den Dächern. Bleiben Sie dran. Die gesamte Scharfschützeneinheit ist ausgelöscht. Das hat er nie im Leben ganz alleine geschafft. Wir müssen herausfinden, wer fehlt. Es könnte sein, dass es jemand von uns ist. Wir brauchen eine Liste mit Personen, die fehlen. Negativ geht in der Bibliothek, wir werden beschossen!